möglich macht, Menschen auch wieder zu erkennen. Denken Sie mal daran, eine Maske, nur eine, die die Augenpartie verdeckt, genügt schon, damit wir, dass wir ein Problem haben, Menschen wiederzuerkennen. Dann, daran merken Sie, wie wichtig der Augensinn für uns ist und auch das Sehen, das in die Augen sehen können. Und die Augen sind der Spiegel der Seele, sagt man. Deshalb funktioniert das auch zum Teil, also das, was ich eben gesagt habe, mit geöffneten Augen. Was jetzt aber nun, wenn wir hier jemanden haben, mit geschlossenen Augen oder fast geschlossenen Augen, wo die Augen im Grunde genommen dann ja zu einem, da drüben ist es auch noch besser in einem Bild, das mittlere zum Beispiel, sehr schön, wo die Augen dann fast geschlossen sind. Was bedeutet das nun? Das kann natürlich sein, ein Motiv dessen, dass man sagt, geschlossene Augen, Schlaf, Sterben, Tod, aber es hat noch eine ganz andere Bedeutung. Das geschlossene Auge ist auch der Hinweis darauf, der Blick geht nach innen. Denn so wie ich nach außen schauen kann, so kann ich nach innen schauen. Und deutlich mache ich das als Künstler eben über die geschlossenen Augen. Also der Blick nach innen zu mir, um sozusagen mich selber zu ergründen, bevor ich mich anderen mitteile oder mit anderen rede. Und insofern ein ganz wichtiges Bildmotiv, das es uns ermöglicht, auch dort wieder den Menschen in einer seiner vielen Facetten darzustellen. Der Mensch ist vielfältig in seinen Mitteilungsmöglichkeiten. Und die Augen sind im Grunde genommen die Möglichkeit, mit der wir nonverbal, auch wenn wir des Wortes nicht mächtig sind, uns mitteilen können. Und das ist, denke ich, eine ganz wichtige Sache bei Kindern. Die stehen im Mittelpunkt dieser Ausstellung. Bei alten Menschen, die vielleicht aufgrund von Demenz ihre Sprache verloren haben oder verlieren, auch da ist eine wichtige Möglichkeit, bleibt noch offen. Und natürlich bei Menschen, die unserer Sprache nicht mächtig sind und für uns selber, wenn wir irgendwo hinkommen, wo wir der Sprache nicht mächtig sind, dann haben wir die Augen als einen ganz wichtigen Sinn, als eine ganz wichtige Möglichkeit, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Und die Mimik natürlich, die dazugehört. Ja, das möchte ich hier in diesem Zusammenhang sagen. Das andere ist, was wir hier jetzt vorfinden, das sind alles Gruppen, Porträts, wenn man so will. Es sind immer Zweier-, Dreiergruppen, beziehungsweise da drüben ist auch eine Fünfergruppe, eine größere. Und das deutet noch einen ganz anderen existenziellen Aspekt im menschlichen Dasein an. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Das heißt, er ist auf Austausch, er ist auf Kontakt, auf Begegnung angelegt. Er ist kein Eremit von Natur aus. Er braucht den Kontakt zu anderen Menschen, den Austausch und das Miteinander, das Zueinander, das Beieinandersein ist eine ganz wichtige Voraussetzung für unser menschliches Dasein. Und ich denke, in einer Gesellschaft, die dazu neigt, zu atomisieren, und zwar einfach, weil die Individualität so stark betont wird, dass sie alles andere verdrängt, ist es sehr wichtig, darauf aufmerksam zu machen, dass der Mensch den Menschen braucht. Dass der Mensch auf den Menschen angewiesen ist. Und ich denke, auch da sind die drei Gruppen, um die es in dieser Ausstellung geht, ganz wichtige Protagonisten. Kinder bedürfen unser. Sie bedürfen unser als Schutz, sie bedürfen unserer als jemand, der sich um sie kümmert, der dafür sorgt, dass ihre Existenz gesichert ist, dass sie alles das bekommen, was sie zum Leben brauchen und dass sie jemanden haben, bei dem sie sich abschauen können, abgucken können, wie macht man was. Wie löst man bestimmte Probleme, wie geht man mit Fragen um, wie verhält man sich? Bei alten Menschen ist das Miteinander ebenfalls wichtig. Ich habe gerade angedeutet, Menschen, die durch Demenz oder Alzheimer einfach eingeschränkt sind in ihren Möglichkeiten, sich zu äußern, Kontakt aufzunehmen. Wenn sie mit denen Kontakt haben, merken sie, dass bei Berührung, dass da was passiert, dass sie das wahrnehmen, dass da noch Möglichkeiten da sind, Bahnen da sind, mit diese Menschen am Leben teilnehmen, teilhaben zu lassen. Und das ist ganz wichtig.
Und ich denke, das ist etwas, was in diesen Gruppenporträts in diesem Raum sehr schön zum Ausdruck gebracht wird. Dieses ja, ganz nah beieinander. Nah beieinander in dem Sinne, dass eben immer diese Köpfe ganz dicht zusammen sind. Wenn Sie das hier mal betrachten und dann sieht man hier diese Hand, die noch umgreift, eine liebevolle Umarmung, die jemanden in den Arm nimmt, schützen. Also auch hier wieder Sinnbilder eben der menschlichen Existenz und zwar in ihren Fundamenten. Also das Miteinander, die Begegnung, der Austausch, ein fundamentaler Baustein für die menschliche Existenz. Und das eben deutlich gemacht in solchen Gruppenbildern, die die Gesichter, vor allem die Gesichter, ganz nah beieinander rückt. Große Enge. Bei dem Bild sieht man es auch ganz gut. Die Frau kümmert sich um den alten Mann und berührt ihn am Gesicht und überhaupt im ganzen Körper berührt sie damit. Genau, ist Berührung. Ein bisschen Freude. Genau, das Wort Berührung ist da auch ein sehr gutes, viel besser als Kontakt. Kontakt klingt schon wieder so nüchtern. Berührung, das hat was mit Rühren zu tun. Sie kennen das Wort Anrühren. Auch das könnte man sehr gut zum Beispiel unten auf die Kinderporträts anwenden. Sie rühren uns an. Das heißt, dieser Blick, der funktioniert. Ja? Also wir reagieren darauf. Und dieses Anrühren, Berühren, das eben ist eine ganz fundamentale, menschliche, wie soll ich sagen, ja, Grundkonstante. Die brauchen wir in unserem Leben. Auch wenn wir das manchmal, wenn es uns gut geht und solange wir fit sind, nicht wahrhaben können. Auch wenn wir die Augen verschließen, oder? Dann merkt man es viel. Und der Blick ins Innere, genau. Im Inneren ist ja Wissen, Farbe, ist Leben. Energie, und die habe ich da versucht auch darzustellen, also in der zarten Berührung praktisch in sich zu gehen, aber gleichzeitig dieses freizusetzen, dieses Leben zu spüren und auch die Freude, dadurch ist diese Dynamik da drin, weil das fängt an, einfach zu fließen, zu blühen. Genau.